Oh, jetzt lass uns noch mal gucken, was diese Talente eigentlich waren. Hitting twice with Pyroball will make you third Pyroball explode in an area. Frostbolt bounces to an addition. Ich glaube, das ist ein bisschen cool. Die Frostform gefällt mir etwas besser. Und damit herzlich willkommen hier. Wir haben wieder kein Emote, aber den Skin hier. Wir haben wieder Imani bekommen. Kranke Scheiße, Alter. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wir haben so ein richtig nices Team, was man sich halt so wünscht in Paladins. Und ich würde sagen, wir holen auf jeden Fall ein Cauterizzo gegen die Ying. So, ich möchte diesmal ein bisschen damage-mäßiger spielen und weniger flankenartig, weil ich habe das Gefühl, das sollte man tun. Weil, hier, man macht schon gut Damage auch auf der Distanz und kann schon ein bisschen auch was holen. Zum Beispiel hier ein Double Kill. Also man kann, ja, man sollte definitiv mehr auf die Distanz gehen. Aber hier ist gerade echt niemand auf dem Punkt, deshalb würde ich sagen, gehe ich da mal hin. Und ja, bleib ein bisschen zurück. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was diese Leiste unter unserem Fadenkreuz ist. Und wir dominieren gerade so ziemlich doll über die Gegner. Hi. Geil. Ja, das war es dann auch wieder für sie. And his name is John C. Will die Ying da hinten kriegen. Ich würde sagen, die chasen wir down. Oh. Fuck. Oh, scheiße. Ja, da hat die Ash uns gesehen. Und dann direkt weg mit uns. Da sind wir wieder. Oh nein, die Gegner haben tatsächlich den Punkt bekommen. Wie ist das passiert? Wir gehen gleich, glaube ich, mal mit unserem Stun an die Sache. Und treffen einfach nicht. Aber wir machen echt Damage. Komm, schade. Fuck, Digga, ich treffe gerade nicht so geil. Aber wir haben theoretisch unsere Ulti. Nice, 1000er Hit. Also auf die richtige Distanz kann man ein bisschen besser die Feuersache einsetzen. Jawohl, noch in der Luft geholt. Nice, den auch geholt. Bisschen weg, bevor sie mich da mit den blöden Messern attackiert. Nice. Komm, komm. Ich bin weg, DE. Aber was sie nicht weiß, ich komme hier wieder. Aber sie ist weg. Schade. Nice, ein 1000er Hit gekriegt. Noch ein. Nice, da haben wir ihn. So, ich gehe lieber wieder in die Eisform, denn da habe ich ja meinen Stun. Und den kann man gebrauchen, wenn eine Mief ankommt. Den kann man tatsächlich gebrauchen, wenn eine Mief ankommt. Drakon! Jetzt müssen wir aufpassen, weil hier irgendwo ein Drakon. Aber sie ist schon tot, nice. Ihre eigentliche Form wurde gekillt. Und jetzt müssen wir weg. Nein, wir sind tot. Da hat die Mief uns geholt, weil wir noch in unserer Feuerform waren und erstmal geswitcht sind. Also ich finde die Eisform echt viel, viel besser. Ich glaube, die ist auch so die Hauptform. Kann man das so sagen? So und eher auf der Distanz benutzt man dann vielleicht manchmal so die Feuerform. Würde ich jetzt so sagen. Also hier würde man wahrscheinlich so seine Feuerform gerne auch mal benutzen. Hi. So. Jetzt rein, Leute. Jetzt hier rein. Kämpft. Kämpft und sieget. Dann nochmal den Stun hinten rein. Komm, jawohl, noch den Kill geholt. Okay, weiter geht's. Ich habe Kronos gekauft, damit wir mal ein bisschen schneller switchen können. Denn hier hat ja tatsächlich das Switchen auch einen Cooldown bei der guten Imani. Ja, ich gehe mal in die Feuerform, um da ein paar Snipes zu machen. Können wir da ran? So, jetzt versuchen wir abzuhauen, aber es geht nicht mehr. Scheiße. Ja, da war ich eben in der Feuerform. Also im Nahkampf ist die echt scheiße. Immer, sobald es auch nur ein bisschen in den Nahkampf geht, würde ich in die Eisform gehen. Weil da ist die Feuerform dann echt nicht mehr so nice. Die ist echt nur auf Distanz benutzbar, würde ich so sagen. Sogar auf mittlere Distanz könnt ihr noch
viel besser mit der Eisform was machen, würde ich sagen. Hier, dann ist jemand am Start. Nice, haben wir dich. Na, es geht hier so ab. Nice, da ist er. Kommt hier irgendwo jemand? Hallöchen. So. Weg hier. Scheiße. Da hau ich lieber ab. Aber, da hinten. Habe ich jemanden gestunt? Ich glaube nicht. Ich höre hier jemanden. Nice. Nice, die haben wir. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal gleich nochmal unsere Ulti. Stellen uns hier in die Ecke. Und jetzt ulten wir mal. Dragon. Hallo. Den haben wir. Wo seid ihr denn alle? Na? Ja, wir haben schon gewonnen. Konnte ich gar nicht mehr so viele Kills machen. Aber das war doch... Da habe ich mal nicht so verkackt mit Imani heute. Da ging es tatsächlich ein bisschen. Kam auch kein Bug, der uns hier das Leben schwer gemacht hat. Also das war auf jeden Fall eine ganz lustige Imani-Runde. Die Gegner waren jetzt auch nicht so gut. Aber ja, wenigstens habe ich mal ein bisschen Imani spielen können. Und nicht so komplett verhauen. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch schon ein bisschen Imani gespielt. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr die so findet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, was ist für lange Nacht? Träumt der Süßen, gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis damals, gut Leute. Und ciao, ciao.